Einer 1-5, feindliche Truppen sind bereits auf dem Weg, um den in der Nähe installierten Datenzugang zu zerstören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen das Gebiet säubern und das Gerät um jeden Preis sichern. Ah, ich hätte gedacht, wenn wir ein Gerät beschützen sollen, dass wir uns bereits beim Start der Mission in der Nähe des Geräts befinden. Aber dass wir das hintrampeln müssen, ist natürlich hart. Speichern wir mal. So, los geht's. Gerät beschützen. Ich würde sagen erstmal, was geht nach vorne, ja? Already there. Ob wir das Gerät auch beschützen können. Den Sniper haben wir gerade eh nicht dabei. Solid copy. Müssten wir auch nicht aufs Dach gehen. Ganz schön weit weg, wo wir dahin müssen. Ja, gehen wir erstmal weiter. Alle erstmal los. Zum Gerät hingehen. Und dann lass die auch erst runterkommen. Oder irgendwie abgesetzt werden. Okay, wir hören welche. Die sind schon mal im Gerät. Okay, die sind schon da. Kommen wir hier aufs Dach? War. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hin. Okay. Looks like hostiles over here. Die sind sogar schon da. Wie soll man denn das Gerät beschützen, wenn die schon da sind? Noch sind wir verborgen. Noch sind wir verborgen. Leo Jane, ich grüße dich. Wir sind noch gar nicht weit gekommen, muss ich sagen. Unsere vierte Mission, glaube ich. Das würde Geräusche verursachen. Schon entdeckt? Nee, ne? Geh die ballern schon aufs Gerät. Tja, also allmählich sollten wir uns zeigen, bevor die es ihn kaputt machen. Ich könnte eine Granate helfen. Hier war so ein Sektoid. Hat auch eine Menge Lebensenergie, das Ding. Noch Granaten. Haben wir. Einer ist drin, einer ist hier. Ich sage, schmeiß mal meine Granate hier runter. Müsste beide erwischen. Sind wir die schon mal los, die sich in der Nähe von uns befinden? Förderung verdient. Hauptsache schießen auf uns und nicht auf das Gerät. So, ich habe ein bisschen Angst, dass dieser Gasbelt oder was da hochgeht. Deswegen würde ich sagen, wir ziehen uns einmal zurück hier. Ja, wird eh gleich einen Nahkampfangriff versuchen. So. Wir ziehen uns etwas zurück.
Wie wir bereits erfahren haben, muss der ja auf jeden Fall sterben. Die Sektuinen sind ganz schön böse geworden in dem Spiel. So. Ja, wir rennen hier hin. Versuchen, den Sektuid wegzuziehen. Na toll. Noch ein Leben über. Und letzte Person, die wir jetzt haben. Wir könnten den sicher killen, aber dann würde er Schaden kassieren. Maxim. Er hat einen sicheren Kill hier. Den nehmen wir auch. Wir nehmen den sicheren Kill. Der Kill ist sicher. Besser als Gedanken kontrolliert zu werden. So. Wir gucken, wie viel Schaden er macht. Mist, da ist immer noch einer, der ballert da drauf. Oh, ein Rückzug. Durch die Wand schlägt er da drauf. Ist ja hart, ja. Wand aber nicht hochzugehen. Na gut. Machen wir weiter. Ist ja eh ein Nahkämpfer, ne? Also der da, von dem rede ich. Das ist ein Nahkämpfer. Hat er nicht jetzt irgendeine Rüstung? Irgendeine... Steht hier. Also ist er hier halb geschützt, würde ich sagen. Hier kommen wir nicht so schnell hin. Oh, ob wir Sicht haben. Haben wir. 46% gekauft. 5 Schaden, nice. Okay, noch ein Lebenspunkt. Nochmal 50%, nehmen wir. Die geschmiert gerade hier. Wir sollten uns beeilen. Rennen wir hier hin. Weil da sind noch welche, die ballern drauf. Gehen wir auch mal runter. Overwatch. Okay. Da wurde nicht geschossen, ja? Also hier ist ja anscheinend, hier ist ja noch einer. Der hat immer hier drauf geschossen. Jetzt hat er sich anscheinend bewegt oder gar nichts gemacht. Bewegen wir erstmal alle Soldaten hin. Na, nicht ganz gut aus soweit. Nicht, dass wir flankiert werden. Bewegt mal hier eine Person hin. Okay. Hier war noch einer, bin ich mir ganz sicher. Er schießt weiter wieder auf unseren, auf das Gerät, was wir beschützen sollen. Er hat sich also nicht bewegt. So, aufmachen hier. Wir sehen niemanden. Jemand Overwatch. Overwatch. Wir gehen bei dahin. Damit haben wir auch bestimmt auf jeden Fall Sicht. Hier dasselbe. Na gut, zumindest ist schon ein bisschen Deckung weg. Alter! Frage, was priorisieren sie? Das Gerät oder uns? Okay, der muss auf jeden Fall sterben. Wir haben noch eine Granate.
erstmal Tür öffnen. So. Sieht's denn aus? Kann ich ballern? Würde ganz gerne. Oh, wunderschöne Granate. Der Snowman. So. Der kommt schon mal weg. Der ist sogar tot. Die Deckung ist noch da, aber 63% gefällt mir, die nehme ich. Daneben. Sagen wir, gehen hier hin. Meines 1-5, wir haben Sicht aufs Ziel. Rücken Sie vor und schützen Sie die Ausrüstung um jeden Preis. Sehr schön. So. Letzter Mann. Maxim Dorinin. Ja, ich würde sagen, das ist ein easy peasy Schuss hier. Den nehmen wir auch. So, mach's gut. Schieben. Das schon, macht die Waffe hochhalten. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Habt doch gesehen, gerade war Stecher geprockt. Bonusaktion. Ich hätte nochmal schießen können. Makelloser Einsatz. Okay, das war auch recht einfach. Das war recht einfach. Wir konnten Geralt beschützen. Der blinde Henker. Dafür, dass es fast alles Rekruten waren, das ist halt super. Noch mehrere Teams hochzuziehen. Bei Long War ist es auch Pflicht. Da kommst du ohne mehrere Teams auch gar nicht voran. Unser nächster Scharfschütze. Schwerthieb. Das ist ein Ranger. Und nochmal ein Grenadier. Gefällt. Keiner wurde verletzt. Kannst direkt weitergehen. Verborgene Gegenstände. Advent, Betäubungsgranatenleiche. Sollten wir auch mal erforschen. Arbeit als Anführer des Widerstands, Commander. Düsteres Ereignis verhindert. Schnelleinsatz. Das heißt, die werden bei ihren Guerilla-Aktionen nicht verstärkt. Aber das andere, dass die bessere Panzerung bekommen, wird wahrscheinlich durchlaufen. Immer speichern. Nach Einsätzen und bei Einsätzen speichern war. Oder wenn hier beim Abwarten lang viel, viel Zeit vergeht, speichern wir auch. So, Zeit zum Untersuchen 4 Tage. Vorräte. Müsste man dafür was abbrechen gerade? Weiß gerade, was wir gerade aktuell machen. Ich glaube, wir machen gerade irgendwas. Nicht jetzt. Nee, scheint, dass wir gerade nichts tun. Doch, die Hitzesignatur wollten wir durchnehmen. Das dauert 4 Tage. Nehmen wir das mal hier weiter durch. Machen wir es gleich durch. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, Commander. Trotz einer gründlichen Analyse muss ich immer noch herausfinden, welche Vorteile die gewaltigen Augen des Advent-Hybrid-Soldaten bieten, falls es überhaupt welche gibt. Ihre Gefechtsscanner können wir bauen. Dürfte sich als schwierig erweisen. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Würde wahrscheinlich wieder in Granata setzen oder Medipack. Ach so, das ist das Ding. Das kann man werfen. Das ist quasi wie so eine. Ja, ist halt ein Gefechtsscanner, ne? Du wirfst das Ding und dann macht es einen gewissen Umfeld anzeigen, was sich dort befindet. Für Sniper sowas nicht schlecht. Magnetwaffen, weil die haben ja Truppsicht. Das zieht auch bei der Truppsicht. Widerstandsfunk, Magnetwaffen, Sichtslosen, Autopsie.
Aber der interessiert mich hier ganz besonders. Was an denen so besonders ist, ob das eine Hype-Maschine ist oder so. Fünf Tage. Nehmen wir erstmal das, was wenig Tage benötigt, und das wäre jetzt hier die Gesichtsdosenautopsie. Mir fehlen die Worte zur Beschreibung der Schwierigkeiten, die wir bei der Handhabung dieser Kreatur hatten, die von unseren Soldaten als gesichtsloser bezeichnet wird. Die unklare Form ihrer physischen Struktur, einschließlich der formbaren, halbfesten Außenschicht, scheint nach dem Ableben der Kreatur langsam zu zerfallen. Sie sondert zudem einen beißenden Gestank ab, der im Lauf der Zeit immer stärker zu werden scheint. Kann man das Ding auch mit dem Gunner schießen? Weißt du da nicht, was du meinst? Das Spiel ist zum ersten Mal. Und welche Fragen, was in der Zukunft ist, ich habe keine Ahnung. Wir sind hier noch ganz am Anfang. Das Einzige, womit ich mit auskenne, ist XCOM, der erste Teil. Und das Add-on. Wir untersuchen weiter die Hitzesignatur. Abgeschlossen. Widerstandskontakte plus 1. Okay. Dann werden wir jetzt, ja, warum nicht? Machen wir hier weiter. Schlachtfeld, Vorräte. Berechnet neuen Kurs. Der Testbereich ist bereit, Commander. Wir können den Schädelstecker auf Ihren Befehl bauen. Ja, Einrichtung ansehen. Jetzt haben wir den Testbereich. Ach, Gefechtsscanner. Der werfen kannst du den. Wahrscheinlich sogar. Willkommen im Testbereich, Commander. Es schien eine gute Idee zu sein, unsere experimentelleren Konzepte zu isolieren. Vor allem in Bezug auf die Waffenentwicklung. Was können wir denn hier machen? Erst müssen wir mal hier einen Ingenieur zuweisen. Aber das ist nur für die Erhöhung. Wir können immer ein Projekt wählen. Was haben wir denn hier? Schädelstecker. Hetzedorf. 14 Tage. Bevor wir auch nur die Zeit für Feldtests hatten, wurde unser Gerät von Truppen schon Schädelstecker genannt. Einfacher gesagt, es ist eine physikalische Schnittstelle, mit der man durch gezielte Schlagwirkungen auf den Chip zugreifen kann, den die Advent-Truppen in ihren Schädeln implantiert haben. Geht das auch ohne? Ich lasse das Team sofort daran arbeiten, Commander. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn wir Fortschritte machen. Ja, mach mal. Ja, ich möchte sie aber nicht zuweisen. Geht das auch ohne Zuweisung? Langsam. Nee, es kann durch langsam vorangehen. Ich möchte ganz gerne mal ein bisschen weiter Sachen ausbauen, denn wir brauchen demnächst Energie. Personal. Haben wir noch über wahrscheinlich. Hoffe ich zumindest. Ich will nämlich noch weiter Trümmer wegräumen. Wir brauchen unbedingt... Ja, möchte ich. Freiräumen. Wir brauchen Energie unbedingt. Hier, wir haben nämlich schon das Maximum erreicht. Wir müssen Generatoren bauen. So, der Testbereich läuft jetzt noch eigentlich, ist die Frage? Anscheinend nicht. So, Einrichtung bauen wollen wir jetzt gerade nicht. Läuft das hier? Fortschritt langsam. Ich vermute mal, es läuft noch. Sehen wir dann. Sehen wir. So, Schlachtfeld. Das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Neues Forschungsprojekt? Ich habe mich schon immer gefragt, wie die Aliens sich solch ein Wesen ausdenken. Gibt es da draußen eine andere Welt voller formwandelnder Kreaturen? Oder sind sie lediglich ein weiteres Produkt der Alien-Gentechnologie? Imitationsgerät? Was können wir denn damit machen? So, das Imitationsgerät erzeugt eine holographische Attrappe, die feindliche Angriffe für eine Runde auf sich lenkt. Es wird wie eine Granate eingesetzt und einfach zu dieser Stelle geworfen, an dem die Attrappe erscheinen soll. Cool, Attrappen kann man. Könnte auch sehr hilfreich werden. So, 19 Tage, 5 Tage, dann würde ich sagen, erforschen wir mal den Widerstandspunkt. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Ja, und den aktuellen Ingenieur, der jetzt hier gerade ausarbeitet, den bräuchte ich ja, um jetzt in der Technikabteilung irgendwas herzustellen. Deswegen lassen wir das erstmal mit Herstellen von irgendwelchen weiteren Zeugs.
Und wir sammeln hier noch die Vorräte vom Schlachtfeld. Strategische Ressource gefunden. Sehr gut. So, wo machen wir weiter? Sind denn mittlerweile die ganzen Leute wieder da? Weiß ich gar nicht. Wie komme ich zurück hier? Ich muss gucken, ob die mittlerweile wieder gesund sind oder ob ich extra benachrichtigt werde, wenn sie wieder gesund sind. Soldaten anzeigen. Alles klar, sind alle wieder da. Ja, dann können wir den Einsatz nur angehen. Dann gehen wir jetzt diesen Einsatz an, diesen schweren Einsatz. Bin mal gespannt, was uns da erwartet, du. Alle wieder gesund. Dann gehen wir nun diesen Auftrag an. Einsatz starten. Advent Geheimeinrichtung. Ostafrika. So. Es war schön, dass hier Privates dabei sind, aber wir entfernen die erstmal. So. Wir nehmen hier den Scharfschützen nehmen wir mit. Den Sergeant. Roko. Und Xenia Menia. Ja. Der hat noch keinen Nickname. Okay. Ausrüstungsgegenstände freigeben, ja. Gut. Wir haben hier Waffenverbesserungen. Die können wir hier auf jeden Fall noch ranpacken. Ich glaube, die müssten ja alle frei sein, ja? Nee. Sind denn die anderen Waffen drin? Kann man die irgendwie auch frei machen lassen? Anscheinend nicht. Ist ja cool. Aber man hätte die Option Ausrüstungsgegenstände freigeben. Jetzt haben wir aber die ganzen Waffenperks auf denen der anderen Waffen drauf. Aber na gut, wir werden wahrscheinlich wieder welche finden. Schwierigkeit steht auch schwer. Wird also ein schwerer Einsatz. Vielleicht sollten wir ein Medipack mitnehmen. Wir brauchen eine Rauchgranate für den Sniper. Für Vorlauter. Eine Rauchgranate. Pistole. Kann nur Pistole bleiben. Rauchgranate für den Sniper. Ja, das ist in Ordnung. Ist auch. Brauchen wir Medipack. Roko. Roko bekommt ein Medipack. So, ich würde sagen, wir sind ready. Operation Eiskalter Hund. Ab geht's. Kontakte vor Ort haben uns gezeigt, wie wir in die Advent-Geheimeinrichtung kommen. Die Aliens haben alles dafür getan, den Ort geheim zu halten. Wir wissen nicht, was wir dort finden werden. Halten Sie die Augen offen und rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet oder was wir hier machen müssen, genau.